Wir wissen nicht, wohin du gehst. So sagt einer der Apostel zu Jesus am letzten Abend seines Lebens. Wir wissen nicht, wohin du gehst. Und er wusste auch nicht, was er sagt. Niemand von den Jüngern ahnte, was in dieser Nacht geschehen würde. Wir wissen nicht, wohin du gehst. So sagen auch wir oft, wenn wir die Toten in die Erde geben. Wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg kennen? Was sollen wir wissen vom Danach? Und es stimmt. Mit Wissen kommen wir nicht sehr weit. Wir können physikalische Prozesse beobachten, aber das ist nicht sehr viel. Was ist des Menschen Zukunft? Was ist das Kommende? Was sind die letzten Dinge, von denen wir früher zumindest sprachen? Die erneuerte Liturgie, liebe Schwestern und Brüder, hat gewiss viele Vorteile gebracht. Die Erneuerung, indem sie Maß nahm an dem Alten. Der Schwachpunkt der Erneuerung ist die Totenliturgie, so scheint mir, weil sie Auskunft weniger über den Glauben gibt als über eine allgemeine Unsicherheit. Sie wissen, dass es für diesen Tag aller Seelen drei Messformulare gibt. Außer Weihnachten darf der Priester eigentlich nur aller Seelen dreimal zelebrieren. Und im ersten Messformular im Tagesgebet taucht diese Unsicherheit schon auf, wenn wir merkwürdigerweise, was man doch aller Seelen erwarten möchte, nicht für die Toten beten, sondern für uns selber. Stärke uns in unserem Glauben. Das mag gewiss auch ein Anliegen dieses Tages sein, aber das Erste ist doch, für die Toten zu beten. Aber wo sind sie? Wir wissen nicht, wohin du gehst, sagen wir den Toten nach, wie Thomas an jenem Gründonnerstagabend. Wo sind sie, die Toten? Wenn ich ab und zu teilnehme an einer, wir sagen ja heute nicht mehr Totenmesse, wir haben allerlei Namen für das, was wir da feiern, wir sprechen noch nicht mehr vom Requiem, dann wohnt man geradezu immer schon einer Heiligsprechung bei. Das, was wir vielleicht früher Kindern versucht haben zu erklären, und das ist wahrlich, also die Mütter und Väter wissen das wahrscheinlich am besten, wenn sie versucht haben, Kindern zu erklären, wo denn das Geschwisterkind oder Oma und Opa jetzt sind, dann haben wir sehr schnell gesagt, im Himmel sind sie. Und es war ein bisschen eine Verlegenheit, aus der das kam. In dieser Verlegenheit sind wir inzwischen alle. Es sind geradezu immer Heiligsprechungen, die da stattfinden. Und wir merken, dass uns diese Liturgie und diese Sätze merkwürdigerweise nicht mehr trösten, weil wir wissen, wir schummeln uns eigentlich darüber hinweg. Die Toten sind nicht im Himmel. Das haben wir gestern gefeiert. Im Himmel sind die Heiligen, die schon bei Gott vollendet sind. Aber es sind nicht alle Heilige. Sonst müssten wir nur alle Heiligen feiern und nicht alle Seelen. Wo also sind die Toten? Sie sind, so sagt es katholischer Glaube, am Ort der Reinigung. Sehr umstritten, heute vom Fegefeuer zu sprechen. Aber was ist das? Wo ist das? Wie ist das? Wir wissen nicht, wohin du gehst. Wir wissen nicht, wo und wie das ist. Aber vielleicht hören wir auf die Antwort, die Jesus gibt. Er antwortet nicht auf das Wo und Wie. Er bezieht alles auf sich. Die ganze Aufmerksamkeit der Jünger an diesem Abend fokussiert er wie in einem Brennpunkt auf sich, auf seine Person, ganz allein. Und vielleicht sollten wir uns als Christen endlich angewöhnen, das auch so zu tun. Im Umgang mit unserem Glauben, im Umgang mit unserem Leben und auch im Umgang mit dem Tod. Wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg kennen? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand hat das so schön ausgedrückt wie Hans-Urs von Balthasar, der davon geschrieben und gesprochen hat.
Und damals hat sich ein großer Dogmatiker namens Josef Ratzinger ihm gleich angeschlossen. Wir sollten die letzten Dinge nicht als Orte, Zeiten oder abgesonderte Zustände ansehen, sondern als die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Diese Begegnung ist Gericht, Reinigung, Leben. Wir sollten es uns so vorstellen, wenn man will. Die Läuterung des Menschen geschieht, also auch der Toten, für die wir heute beten. Die Läuterung des Menschen geschieht, indem er den Feuerbrand des ihn richtenden Gottes, sein Feuerwort, seinen Feuerblick auszuhalten gezwungen wird, bis das letzte Nein, der verborgenste Widerstand aus den Falten seines Daseins ausgebrannt ist. Die Reinigungsflamme ist das Existenzielle am Gericht. Und er sagt zu Recht, und auch das ist oft ein billiger Trost, mit dem Leiden Christi ist alles geschehen. Aber schon Paulus spricht davon, von der Ergänzung, was am Leiden Christi noch fehlt. Wir können uns mit dem, was unsere Existenz ausmacht, an gelebtem Leben, auch an gelebter Schuld, nicht einfach davon machen. Es gibt am Schluss nicht einfach ein billiges Schwamm drüber. Wer das lebt und wer solchen Menschen begegnet, kann erfahren, wie tief es doch sitzt, wie das Balthasar sagt, in den letzten Falten und Ritzen versteckt es sich und es modert vor sich hin und es führt ein Eigenleben und lässt diese Menschen nie frei mit einem freien Geist und einem freien Gewissen zurück. All das muss im Anblick Gottes und seines Wortes und seines Blickes ausgebrannt werden. Und diese läuternde Macht, so von Balthasar, der göttlichen Liebe, beginnt nicht erst im Tod und Gericht. Sie ist für jeden wirksam, der sich dieser Liebesmacht aussetzen will. Je mehr er es tut, desto weniger braucht er die Flamme zu fürchten, die ihn nach Pauli Wort erproben wird und durch die er und sein Lebenswerk hindurch muss. Also auch hier ein tiefer Zusammenhang, nicht irgendetwas auf später zu verschieben, sondern es gibt auch hier das tiefe Gewebe der Verflechtung von unserer Existenz, unserem jetzigen Leben mit dem, was wir tun und dem, wie die Toten gereinigt werden, wo sie sind, vor dem Feuerblick Gottes, bis alles hineingebrannt ist in seine lichtvolle Gegenwart. Vorher werden wir dort nicht ankommen. Von wegen einfach, wir gehen in den Himmel. Das ist ein viel zu schlichtes Konzept. Es ist nicht glaubwürdig. Die alten Stufen von Gericht und von Reinigung und dass wir immer wieder darum beten, die Gebete sind voll davon, dass die Toten endlich Ruhe haben, eine Ruhe, die wir in unserem Leben nie erleben können, bis dann der Ruf sie aus dieser Ruhe hervorhebt, dass sie zum Leben kommen, dass sie in der Gegenwart Gottes leben. Das sind die Stufen. Das ist die Lehre von den letzten Dingen. Und je mehr man sich damit beschäftigt, merkt man, wie wahr diese Lehre ist. Wir sollten vielfach dieses Drumherum nicht mitmachen, sondern bei dieser Gradualität bleiben. Die letzte Synode hat davon gesprochen in Rom, auch wenn in einem anderen Sinn. Aber es gibt eine Gradualität in der Kirche. Auch die Gottes würdig zu werden. Und wir können den Toten helfen. Es ist ein Akt der Solidarität, diesen Tag zu halten, an ihm zu beten, für die Toten zu beten. Und ich finde, mit Verlaub gesagt, es ist eine geistliche Schande, dass es Kirchen in dieser Stadt gibt, wo heute keine Messe gefeiert wird, noch nicht einmal eine. Wir lassen die Toten allein. Vielleicht werden wir ihre Hilfe noch brauchen. Denn wir sind, was wir gestern gefeiert haben, die große Familie Gottes, die zusammensteht und zusammenwächst durch das Gebet und in der Feier, die wir jetzt begehen, im Sakrament der Eucharistie, die das tiefe Ineinander von Tod und Leben begeht, das mit dem Kreuz Christi begonnen hat, und in seiner Auferstehung die neue Schöpfung schon beginnen lässt,
zu der wir unterwegs sind. Herr, wir wissen, wohin du gehst. Deshalb können wir ihm getrost nachgehen.